Das Jungfraujoch in den Schweizer Alpen. Der Bergkamm gilt als Dach Europas. Und genau da will ich hin. Ich werde heute fast bis auf den Gipfel der Jungfrau steigen. Aber ohne Eispickel und Kletterseil. Ich fahre mit dem Zug zum höchstgelegenen Bahnhof Europas. Auf Schienen durch die verschneite Alpenlandschaft. Davon habe ich schon immer geträumt. Es geht in Richtung des berühmten Dreigestirns aus den Bergen Eiger, Mönch und Jungfrau. Rund 80 Kilometer von der Schweizer Hauptstadt Bern entfernt liegt das Jungfraujoch. Auf den letzten Kilometern der Fahrt überwinden wir mit der Zahnradbahn gut 1400 Höhenmeter. Es ist die Lieblingsstrecke von Zugführer Kurt Klossner. Sie führt größtenteils mitten durch das Bergmassiv. 16 Jahre hat es Anfang des 20. Jahrhunderts gedauert, diesen Tunnel durch den Eiger und den Mönch zu schlagen. Für mich ist heute noch eine Sensation. Sieh mal, der ganze Tunnel ist natürlich noch, keine Betonbauten, alles der gehauene Stein, man sieht Bohrlöcher, man sieht, wo die Dynamitstangen mal drin waren und so. Nach einer halben Stunde erreichen wir das Jungfraujoch. Im Inneren des Gebirgskamms, auf 3454 Metern, der höchstgelegene Bahnhof Europas. 1912 fuhr die Jungfraubahn zum ersten Mal die gesamte Strecke bis nach oben. Heute ist es nicht nur der höchstgelegene Bahnhof Europas, sondern auch die Bahnhofshalle mit der vermutlich schönsten Aussicht. Mich zieht es als erstes nach draußen. Von hier genieße ich den Ausblick auf die Schweizer Berge und den Aletschgletscher, der längste Eisstrom der Alpen und UNESCO-Weltnaturerbe. Eine Zugstrecke ins Hochgebirge zu bauen, erscheint mir hier wie eine wahnwitzige Idee. In einem Stollen des Gebäudekomplexes erklärt mir Andreas Wiss, warum ich damit gar nicht so verkehrt liege. Er arbeitet hier seit 30 Jahren und kennt das Jungfraujoch wie kein zweiter. Auch seine Geschichte. Der Bau des Bahntunnels war extrem gefährlich. 30 Arbeiter sind dabei ums Leben gekommen. Du siehst jetzt hier schön, wie das damals harte Handarbeit war. Nach jedem Schlag hat er den Bohrer eine Vierteldrehung gedreht und dann hat der Kollege wieder aufgehauen. Und so haben sie die Bohrlöcher so etwa 80 cm in den Felsen reingehauen. Und dann, wenn das tief genug war, kam der Dynamit rein und dann wurde gesprengt. Das Wetter auf dem Jungfraujoch ist unberechenbar. Innerhalb kürzester Zeit kann es umschlagen. Die jährliche Durchschnittstemperatur liegt bei minus 7,9 Grad Celsius. Du fühlst dich doch schon ein bisschen wie der König. Du bist hier wirklich über Europa, also auf 3500 Meter. Und bei extremen Winterverhältnissen ist das wie auf einer Polarstation. Also mit der Kälte, dem Wind und so. Ja, da brauchst du entsprechend eine dicke Haut und warme Handschuhe etc. Wesentlich gemütlicher ist es im Restaurant Crystal bei einem typischen Schweizer Käsefondue. Geschmolzener Käse mit Brot oder Gemüse. Rainer Hoffer ist für die drei Restaurants und außerdem noch für eine Bar auf dem Jungfraujoch verantwortlich. Jährlich fahren mehr als 1 Million Besucher für einen Tagesausflug mit dem Zug hinauf. 80% der Besucher vom Jungfraujoch stammen aus Asien, Arabien, Indien, China. Die Mutigen bestellen Käsefondue, weil sie das auch schon mal gehört haben, sind aber gerade typischerweise, wenn sie aus dem japanischen Bereich kommen, schon sehr erstaunt, was dann da kommt. So ein großer Topf mit warmem Käse ist für einen Japaner ziemlich merkwürdig. Bevor es für mich mit dem Zug wieder hinuntergeht, will ich noch mal das Schönste genießen, die Aussicht. Wenn man ein bisschen Glück mit dem Wetter hat, ist es wirklich atemberaubend hier oben. Aber ohne den Zug hätte ich es hier niemals hochgeschafft.